So, und heute das Thema Grillwurst oder Bratwurst schnell auf dem Grill gemacht. Dazu müsst ihr erstmal einfach Schlitze reinmachen. Ja, so wie hier. Und das geht ziemlich gut mit dem Schlenz. Ja, da kann man sich auch nicht verletzen. Ich mache immer so 4, 5 Schlitze pro Bratwurst. Ich muss dabei nur aufpassen, dass er hier nicht unbedingt die Bratwurst isst. So, danach mache ich den Grill auf. Hab unten direkte Hitze. Ja, also hier ist direkte Hitze. Und leg die drei, in dem Fall drei Bratwürste, oben drüber. Und mache den Deckel wieder zu. So, wichtig ist, Temperatur immer so bei 250, 260 Grad halten. Auch wenn ihr ja die Würste hier oben, also hier ist direkte Hitze, auf der direkten Hitze liegen habt. Die werden nämlich dann unten schön braun. Das zeigen wir euch gleich. So, und dann geht es nach 4 Minuten ans Rumdrehen. Das ist zu heiß. Dann haben wir mal Hilfe beim Rumdrehen. Dauert es ein bisschen. War gut aus. So, dann gucke ich mal. Also, wenn die Würste von der einen Seite so ausschauen und von der anderen so, dann drehe ich sie nochmal rum auf die Seite, die ich aufgeritzt habe, mache die direkte Hitze darunter aus und lasse sie nochmal 3, 4 Minuten ziehen. So, jetzt holen wir die Würste runter. Schaut mal hier, schön braun. So, here we go. Das sind mal richtig geile Bratwürste.